wir müssen, und das spreche ich glaube ich für alle bei Lufthansa, fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass das Flugzeug offensichtlich willentlich zum Absturz gebracht wurde, mutmaßlich durch den Co-Piloten des Fluges. Ich darf Ihnen sagen, das macht uns fassungslos hier bei Lufthansa, hier bei Germanwings. Ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich die letzten Tage gesagt habe. Wir sind betroffen und erschüttert und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass sich das noch mal verstärkt. Es gab, das möchte ich erwähnen, vor 6 Jahren in der Ausbildung eine längere Unterbrechung. Und nachdem die Eignung des Kandidaten dann noch mal festgestellt wurde, hat er die Ausbildung wieder aufgenommen. Er hat in der Folge nicht nur alle medizinischen Tests bestanden, sondern auch alle fliegerischen Schulungen, alle fliegerischen Prüfungen und Checks bestanden. Er war 100% flugtauglich, ohne jegliche Einschränkungen, ohne jegliche Auflagen.